Seit 1833 braut die Edelweißbrauerei Farni mit Sitz im Westallgäu ihre einzigartigen Bierspezialitäten. Dabei kommen nur die besten Rohstoffe zum Einsatz. Denn Qualität hat ihre Gründe. Das Farni-Brauwasser entspringt in unseren eigenen Quellen. Das Braumalz wird nach festgelegten Qualitätsparametern ausgesucht und unser Hopfen wird ausschließlich aus dem Anbaugebiet Tettnang bezogen. Als erstes benötigt man ein gutes Malz. Die Malze aus Weizen und Gersten werden im Malzsilo gelagert. Anschließend wird das Malz geschrotet und kommt in die Maischpfanne. In der Maischpfanne kommt das eigene Quellwasser hinzu und wird mit Dampf erwärmt. Die Maische wird ca. 2 Stunden gerührt und langsam auf 60 bis 70 Grad erhitzt, um durch natürlich vorhandene Malzenzyme die Stärke zu vergärbaren Zuckern abzubauen. Im Läuterbottich fließt die Würze ab und der feste Treber bleibt zurück. Der Treber wird als Tierfutter weiterverwendet. In der Würzepfanne wird während des Kochens der Hopfen der Würze hinzugefügt. Hopfen, ausschließlich aus dem Anbaugebiet Tettnang, wird in Form von Pellets oder Extrakt über den Vorlagebehälter zugegeben. Die Würze wird ca. 1 Stunde lang gekocht, um den gewünschten Stammwürzegehalt durch Verdampfung zu erreichen. Der endgültige Stammwürzegehalt wird durch Spindelung geprüft. Im Whirlpool rotiert nun die Würze für eine Viertelstunde. Dabei werden alle überflüssigen Eiweiß-Trübstoffe abgesetzt. Über einen Plattenwärmetauscher wird dann die Würze auf ca. 9 Grad abgekühlt. Die dabei gewonnene Wärme wird wiederum beim nächsten Einmeischen zugeführt. Durch Zugabe von Hefe bildet sich durch die Gärung Alkohol und die Kohlensäure. Im Gärtank wird nun aus Würze Bier. Nach einer Woche ist die Hauptgärung abgeschlossen. Im Lagertank bei Temperaturen um die 0 Grad braucht das Jungbier noch ca. 3 bis 4 Wochen Zeit, um zum fertigen Bier zu reifen. Danach wird das Bier filtriert oder je nach Sorte auch naturtrüb ausschließlich in Mehrweggebinde abgefüllt. Zu guter Letzt werden die gereinigten Flaschen kontrolliert, gefüllt, verschlossen und etikettiert. Zum Wohl! Farni. Weizenbiere und mehr.